Saft und Ehre, meine lieben Freunde, da sind wir wieder bei Borderlands mit allen. Jawohl. Hallo. Oh, und in dem Moment schreit jemand draußen rum. Ja, das habe ich sogar auch gehört. Mein Fenster ist auch offen. Ja, der wahrscheinlich gerade wieder jemand vergewaltigt oder so. Ja. Bei euch im Dorf ja nicht irgendwie unwahrscheinlich. Das Kackdorf. Explosion! Ja, das ist Kacktordorf. Das Kacktordorf. So, direkt hier wieder schöne Ballerei. Natürlich. Ah, und jetzt weiß ich, wieso ich den Ton weiter gestellt habe. In der vorigen Aufnahme. Ich verstehe nämlich kein Wort von euch. Ja gut. Hab ich gesagt. Nicht sterben! Oh, alles wieder. Okay. Okay, da hinten ist ein Schlägger. Ich hab das Gefühl, dass meine Mausgeschwindigkeit ein bisschen kacke gerade ist. Warte, dann muss ich mal ganz kurz so ein bisschen nachtesten. Ah, schon viel besser. Es geht schon besser. In dem Moment sagt dein Typ, es geht schon besser. Lol. Haben wir's? Ich habe übrigens nichts gekillt. So, da oben ist irgendwo noch eine Waffe gedroppt, die interessant aussah. Die interessant aussah? Die war aber kacke. Was sieht hier? Ach, da hinten sind auch noch Gegner. Okay. Ich habe mal weitere Gegner angelockt. Ich gehe mal looten. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich eine höhere Mausgeschwindigkeit habe. Muss ich mich gerade mal ein bisschen dran gewöhnen, weil ich ja momentan eher Runes of Magic spiele. Ganz dezent. Alter, ich hänge irgendwo fest! Ah! Oh, ich lebe ja sogar noch, what the fuck? Oh Gott, Selbstmord. Selbstmord! Oh, ich muss wohl öfters einfach wieder auf den Kopf ziehen, ja, dann mache ich auch wenigstens Schaden. Mache ich eigentlich auch schon, aber irgendwie treffe ich nie am Kopf. Also ich treffe auch gerade so. Ich treffe schon, aber irgendwie will der nicht. Wow, ein richtig schlechter Sniper. Die krassen, die Charlie. Ja, was war dir jetzt drin? Eine Rifle. Eine Riffle? Riffle-Chips? Ja, die sind aber kacke. Was, Riffle-Chips? Steve, ey, Riffle-Chips sind geil. Nee, hier ist ein Medikit, Steve, für dich. Riffle-Chips sind wirklich geil. Riffle-Chips sind richtig geil. Kannst du mit der Zunge immer so die Riffle lang gehen? Das sind nicht die einzigen. Okay. Nein, das. Wir haben einfach mal eine Legendary bei uns in der, im Wender. Alles klar. Lol. Ist die könnte gut? Könnte was für, Steve sein. Was ist denn auch da? Ich habe bisher, glaube ich, nur eine oder zwei Legendaries in diesem Spiel gesehen. Was bedeutet denn Legendary? Dass die Waffe orange ist. Okay, jetzt habt ihr beide voll durcheinander geredet. Ich hab kein Wort verstanden. Ja, bitte? Irgendwelche Bonuseffekte hat das. Ach so. Also für mich bedeutet Legendary, dass die Waffe orange ist. Oder gelb. Ja, ist ja auch in sehr, sehr vielen MMOs. Granaten mit Schaden so. 58. Ich weiß, zwei weitere Schüsse machen den ganzen Unterschied. Ich weiß halt nicht, die macht halt viel weniger Schaden als meine, hat weniger Zielgenauigkeit, hat weniger Feuerrate. Ja gut, aber zwei... Ach, Level 16. Die doppelt so. Ja, aber die ist halt Level 16, meine ist halt ein bisschen höher auch. Ja, nimm sie einfach und teste sie. Aber ich hab nicht genug Kohle, lol. Ich kauf sie dir. Ah, warte, ich brauch nur eine Waffe verkaufen. Hoppla, jetzt hab ich aus dem F gedrückt. Ah, passt schon, danke. Kaufen. Oh Gott, ich weiß noch, hier am schwarzen Brett gab's doch dann so 5 Millionen Funktionen. Netfunktionen. Lol. So, bin ich mal gespannt. Also, das hast du schon angenommen, okay. Ja, sorry, ich bin da immer ein bisschen so. So, hier auf dem Dach war natürlich, glaube ich, ja, da ist eine Waffenkiste, die wir jetzt natürlich zum Glück nicht übersehen haben. Nein, kaum. Weißt du, wir haben jetzt Ewigkeiten nicht mehr gezockt, weißt du, aber an sowas erinnern wir uns wieder. Ja, Waffenkisten sind wichtig. Wir drängen uns hier gegenseitig ab. Was probiert ihr denn hier? Krieg ich das auch hin? Das ist Rängelpiez mit Anfassen. Da bin ich doch immer dabei. Oh, da kommt er echt nicht aufs Dach, oder was? Was haben wir denn hier? Achso, ihr seid schon drauf. Okay. Zwei Shotguns. Was? Ist das auch eine Shotgun? Schon Guns. Guns! Besser als Punz. Wie viel willst du die haben? Ich brauche keine Shotgun, danke. Okay, dann nehme ich sie mit, um sie wieder zu verkaufen. Das ist
Mensch, wäre eine Idee, einfach mal Sachen mitzunehmen, um sie zu verkaufen. Ich hab hier liegen auch noch, hier lag auch irgendwo noch eine Waffe rum, wo du es gerade sagst. Hier lagen überall Waffen rum. Echt? So. Ja. Also zwei, drei hätte ich eingesammelt. Ah, da sind noch Waffen, die nehme ich mal mit und verkauf sie. So, was müssen wir überhaupt machen? Quests. Wir haben nur eine, okay. ja. Ich hab mir nicht mehr gehabt. Ich erinnere mich, glaube ich, daran, dass wir beim letzten Mal alle möglichen Quests gemacht haben und dann alle abgegeben haben und dann aufgehört Ach, haben. Bei mir war nur vorhin wieder die typische Bug-Anzeige. Bei mir stand vorhin noch, dass ich Dingens töten muss, Banditen. Ich habe das Gefühl, dass ich total wenig Schaden mache. Stimmt, ich hatte in dem anderen Spiel schon, wo wir ein bisschen weiter gespielt hatten, da hatte ich eine gute Waffe. Die Sniper, die du da hattest, die war geil. Oh, die war richtig geil, ja. Jetzt habe ich so eine scheiß Kack-Sniper, die nix kann. Passt doch. Nein, Spaß. Ja, macht da wenigstens auch mal ein bisschen was Schaden, ne? Ja, da bin ich halt relativ froh, da bin ich ganz ehrlich. Ja, der Sniper ist halt so ein Typ, der halt alles irgendwie, wenn er eine gute Sniper hat, ab einem gewissen Spielpunkt, dann one-hittet er halt irgendwie alles. One-hit. Ich will auch das Pokémon machen. Sorry, hätte ich früher sagen müssen. Ja, passt. Ich wollte auch einfach nur hochklettern. Das Jump-Run vor allem. Ich weiß, das ist voll Jump-Run. Au. Blöde Katzen. Die waren halt nur am Bauch auch, glaube ich, anfällig, ne? Auf wie man auf ihren Panzer schießt. Hast du gerade Katzen gesagt? Ja. Bitte? Was denn? Die hören sich doch an wie Katzen. Ja, bei den Dingern ist, glaube ich, so, wenn man den auf den Bauch schießt, macht man da mehr Schaden. Wenn man auf den Panzer schießt, dann mache ich irgendwie kaum Schaden. Keine Ahnung, ich schieße einfach irgendwo hin. Treffen wir jetzt schon irgendwie. Ich wollte gerade sagen, irgendwie werde ich schon Schaden machen. Ja. Deshalb, man schießt die ganze Zeit vorbei. War hier nicht dieser Ort, wo du meintest, hier, wieso sind hier keine Waffenkisten? Oder irgendwie. Ja, ja, genau. Ich war übelst irritiert beim letzten Mal. Ja, das ist gefühlt irgendwie schon 2 Monate her. Ist es wahrscheinlich auch. Ja, das war vor der Gamescom. Das. Ja, unsere letzte Aufnahme war auch vor der Gamescom. Ja, ich meine, deswegen war es ja halt vor der Gamescom. Das ist jetzt schon ein bisschen. Ja. Wir meinen natürlich auch Gamescom 2014, ne? Also. Ja, klar. Ja, ihr müsst alles in Relation sehen. Wo bin ich denn schon wieder fest? Ah, oh Gott, geh weg! Jetzt ist er aus meinem Sichtfeld rausgegangen. What the fuck, was macht der? Der Schläger hier, ne? Oder Psychopath? Alles klar, Lag des Todes. Ach verdammt, ich war nicht schnell genug. Oh, der hat sogar glühende Augen. Alles in den Kopf rotzen. Ich wollte gerade sagen, wenn sie in den Kopf schießt. Ende. Was ist das? Ja, die nehme ich einfach mal mit. Ich würde am liebsten auch so viel aushalten, wenn mir in den Kopf schießt. So real life schießt. Ich wollte gerade sagen, im real life schießt er das Runden in den Kopf. Pam! Oh ja. Stehst einfach immer noch. So, da oben war nichts mehr, ne? Oh, jetzt kommen wir ja nochmal. Oh. Kommt man hier raus? Ach, hier. Ich will meine Waffe wechseln, danke. Nein, darfst du nicht. Die Granate war geil. Noch PAM! Ich vergesse immer Granaten zu werfen, aber das ist voll schlimm. Damit habe ich nicht gerechnet! Damit habe ich nicht gerechnet! Die schlechten Waffen überall. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Nein, schlechte Waffen. Damit habe ich gerechnet. Immerhin freuen sich die Charaktere noch über billig Loot. Vielleicht kriege ich ja wieder so ein Lachflash wie das letzte Mal, als ich Auto gefahren bin. Lol, die haben sich da hinten gerade gegenseitig voll weggecrashed. Oh, alles klar. Ich weiß noch, ich habe euch über den Haufen gefahren. Ich habe mir die Folge heute angeguckt. Das ist aber auch echt
krass, wie ich es hingekriegt habe, die Folgen bis zum heutigen Tage hinzuziehen. Ja gut, wir haben ja, ist ja jetzt auch nicht gerade wenig, was wir da zum Beispiel aufgenommen hatten, ne? Ja gut, das waren glaube ich 11 oder 12 Folgen. Ja, das ist so. Mach das nicht. Wie hab ich gepackt? Achso. Ich hab da hinten mal ein paar Autos gehabt. Legst du mal einmal gegen das eine Auto. Danke. Ich glaube, wir müssen jetzt, Fahrzeug patrouillieren. Meine Hassmission, um ehrlich zu sein. Ja. Ich weiß doch, da sind wir jetzt... Oh, da sind wir so oft verreckt. Ja. Wir hatten unseren Spaß. Naja, es ging. Es hielt sich in Grenzen. Nach dem dritten Tod war es nicht mehr so lustig. Ja, das ist doch euer Scheiß ernst. Steve, zieh doch mal da hinten auf das. Ach, da kommt einer, lol. Jetzt gar nicht drauf geachtet. Er fährt ihn einfach um. Alter, das hat auch. Hat das jetzt gerade echt so viel Schaden gemacht? What the fuck? Zum Fahren. Ja, denn. Ah, Gott. Ihr seid einfach voll in mich reingefahren. Echt? Ich dachte, das wäre der andere. Ihr habt fast die gleiche Farbe. Ey. Okay, zweiter ist kaputt. Oh Gott, mein Auto ist gleich kaputt. Jo, alles klar! Oh, das sah richtig geil aus, sorry! Das sah so aus wie ein voller geile Backflip oder so. Oh, Scheiße! Alter, was macht das? Oh, Leute, ist dein Wagen explodiert? What the fuck? Also, warte, stell dich mal vor in so einem Wagen, dann kann ich dich da hinten hinfahren. Kannst du dir einen neuen Wagen holen? Hey, what? Bei mir hat's übelst gebuggt. Bei mir ist das Auto gesprungen, als ich gesprungen bin. Ja, wir sind auch gesprungen, wir sind abgehoben. Ja, das sowieso. Ja. Es wäre echt lustig, wenn man weggesperrt wird, dann irgendwie noch 20 Meter weit fliegen würde oder so. Alter, der wird einfach nur umgeböllert. Und das Umwerfen ist eine gute Taktik eigentlich. Oh, ja, hat ihr euch jetzt ins Leben gefickt? Umwerfen schluckt sie auf die Gegner. Shit, ich bin tot. Ja, ich habe in dem Moment, wo du die gerammt hast, glaube ich, die Rakete geschossen und das war, glaube ich, jetzt gerade. Kann ich mal aufheben, bitte? Ich gib dich auf, warte. Ich wurde hier gespawnt, ich hab mal ein neues Auto. Ich wurde zurückgespawnt, der hat mich nochmal überfahren. Darf ich wieder fahren? Naja, ich wollte eben mit der Tauschen jetzt gerade. Toll! Siehst du lieber? Nirvana? Willkommen! Ach, du lebst. Ich war zum Glück noch zwei Gegner da. Och, wir müssen nur noch ein Auto kaputt machen, ist ja langweilig. Hä, hey, woran ist denn das jetzt kaputt gegangen? Das ist einfach abgebrannt. Wieso müssen wir nur noch einen Wagen kaputt machen? Das ist doch langweilig. Ich hab einen Wagen angelockt. Ach, da ist er. Ja, nice. Nice. Also. Ah, du hängst auf so einer Ecke fest. Ich häng fest. Er hat dich dazu gebracht. Hallo? What the fuck? Bam! Alter. Das war ein astreiner Flitzer. Deine Mutter war ein astreiner Flitzer. Hm. Beim Sex? Was haben wir denn hier am schwarzen Brett? Achso, das ist ja kein schwarzes Brett. Doch, jetzt haben wir 5 Missionen. Ich hab alle viele. Ah, oh, das sind einige Quests, würde ich jetzt gerade sagen. Ja, kannst du einfach alle annehmen. Oder machen wir so wie beim letzten Mal, dass wir einfach alle nacheinander machen. Ja, würde ich sagen. Also die Quests, die wir jetzt aktiv haben, oh, falsche Taste. Ich würde halt schon sagen, dass wir halt einfach alle Quests halt einfach mitnehmen. Und jetzt sich irgendwie was auslassen. Revolverjagd, das machen wir mal als erstes. Finde ich gut. Ja. Schon wieder, Alter! Alter, das Auto hängt aber diesmal echt. Vor allem, ich bin in dich reingefallen und du hast mich. Hä? Ja, schlag doch mal zu! Ich mach doch schon! Ja, Barrel Roll! Warte, ich dreh euer anderes Auto mal eben. Ja, du hast es immerhin gedreht, guck! Ja! Nein, das ist der falsche Platz! Ich komm überhaupt noch raus? Ja. Ah ja, okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? An den Arsch der Welt. Fällt er einfach weiterhin geradeaus.
Auch ein paar Patrouillen töten, würde ich sagen. Oh. Alter, wie ich einfach über Explosion sehe. Oh, Kamera! Ah, ich glaube, das Auto ist explodiert. Ja, meins! Hilf, hilf! Das Scheiße. Ich kümmere mich mal um den da hinten. Ja, bin dabei. Du hast mich jetzt gerade nur weggeschoben, deswegen. Ich brenne. Nein, ich bin tot. Der hat mich direkt überfahren. Alter, jetzt das Auto. Ihr müsst bedenken, als in den, auf den anderen Spiel schon hatten wir unseren Spaß. Nein, kaum. Kaum. Oh, der Reifen kann ich den. Ich kann den Reifen nicht. Och, Manu. Genau, du leuchtest über den Reifen, dann bist du damit schneller. Wie so ein Zirkusaffe. Ja. Das wäre ja irgendwie lustig. Lol. Komm, Alter, diese blöder Pixel. Ja, schieb mich mal an, danke. Yo, oh. Yo. Double-Schiebeservice. Danke. Boah. Ja, das mit dem Einpacken üben wir nochmal, wenn. Ja. Ja, wir waren wieder Pixel of des Todes. Pixel of des Todes. Der wollte ja Doom sagen. Ach, Leute, ich bin ja echt dran vorbeigedacht, okay? Der Doom Pixel of Doom. Ach, das Ding war das hier, okay. Dann warte mal, dann hol ich mal da hinten das andere Ding. Na, hier war auch die eine Pumpstation, die konnte man auch eben machen. Mhm. So. Pumpstation haben wir. Ja, aber es fehlt jetzt nur noch der Zylinder, oder? Hm. Das ist nicht die einzige Pumpe in dieser Runde, was? Hm. Eine Penispumpe. Was? Hm, die habe ich am liebsten. Zum Frühstück. Geil. Jetzt bist du mal irgendwo irgendein Teil nochmal. Ja, da hinten am Auto habe ich schon geguckt, da hatten wir ja das letzte Mal Probleme gehabt, wenn sie zu zusammengestartet hatten. Das war doch irgendwo so ein kaputtes Wrack, oder nicht? Ja, das kaputte Wrack war da hier an der Einstelle hier, falls du das meintest. Hier war in dem Motor oder sowas, die, ich glaube das Visier drin. Hier, wo ich jetzt gerade stehe. Mhm. Ach, da ist der Zylinder. Ach, da, nein, ich, jetzt ist der nicht gesprungen. Ah, da, ich hab'n. Nice. Ach, verdammt, hab ich den oder du jetzt eingesammelt? Ich glaube, ich hab ihn eingesammelt. Kann man das überhaupt von hier unten? Fahrzeug. Ich find's schade, dass es nicht so nochmal so einen Spezialmodus gibt von Borderlands, wo du nur in diese, nur so ein großes Areal hast, wo die ganze Zeit Gegner mit Autos sind. Ja, eine andere Motor oder so. Nein. Oh Gott, der haut das Auto voll weg, ey. Oh, yo! Ich glaube, ihr habt den Bandit nicht getroffen, oder? Ihr habt den Banditen nicht getroffen. Leute, der ist voll in 20.000 Teile. Flo, nicht 20 Teile. Junge. Ah, hier müssen wir was drehen. Ah, da war auch ein Ventil. Leute, ich habe irgendwo einen Skag gehört. Kann auch ein Skag. Das war das Ventil wahrscheinlich, was ich gerade gedreht habe. Oh, mein Wagen ist voll am Qualm. Steig ein! Okay, da ist kein Geld drin. LOL! Ich hab einfach mal wieder einen Flip gemacht. Geil! So, Mann! Wir drehen es direkt nochmal um. Nein, lass das! Ach man, ich find's so schade, dass man nicht drei Autos gut. Oh, komm schon. Also so schade, dass man nicht eigentlich drei Autos haben kann. Können also so viel Scheiße eigentlich bauen. Ja. Wollen wir es gegen Zilla noch mal killen? Nein. Ich mach hier mal nächste Quest. Oh, Geister der Kammer. Oh, das war cool. Das war richtig cool. Die haben richtig viele EP gebracht. Ja, die Wächter da, glaube ich. Waren's Wächter? Ja, ne? Ja. Lol. Unsichtbare Wand, alles klar. Ich glaube, gegen die ist Vince gerade auch gefahren. Das kann auch gut sein. Ja, ist sowas ähnliches. Ja. Schimmel Boost durch und dann Batz. Oh, da sind Gegner. Lol. Okay. Psychopathen. Hier Psychopathen. Wo sind die Gegner? Oh. Mit der Schrotze in die. Hallo! Alles klar! Alter,